In Bethanien sind wir wie andere auch. Wir sind Sünder, denen vergeben worden ist. Gott liebt uns. Dafür bin ich ein Beweis. Ich habe ihn nicht gesucht und er ist gekommen, um mich zu suchen. Ich war dabei, mich zu schminken, als er mich auf sich aufmerksam gemacht hat. Das war keine Vision. Ich hörte eine innere Stimme, die sagte, komm, liebe anderswo. Innerlich habe ich gespürt, dass Gott ein Gott der Liebe ist und dass ich mit ihm eine absolute Liebe leben kann, die ich überall gesucht hatte, außer dort, wo er war. Am nächsten Morgen habe ich alle meine Sachen verschenkt und bin hierher gekommen. Dies ist das Zeugnis von Schwester Poludil, Mitglied der Dominikanerinnen von Bethanien, eine Kongregation, die seit 1866 Frauen im kontemplativen Leben vereint. Sie kommen aus dem Gefängnis, sind von einer schwierigen Vergangenheit geprägt oder stammen aus ruhigeren Verhältnissen. Alle Ordensschwestern weihen sich Gott in einer brüderlichen Gemeinschaft, deren Grundlage Diskretion ist. Wir sind hier an einem ihrer Orte der Gemeinschaft in Montferrand-le-Château im Osten Frankreichs. Pour nous à Bethany, die Botschaft der Vergebung und der Hoffnung, das ist es, was uns in Bethanien am Herzen liegt. Jede von uns muss bereit sein, verwechselt zu werden. In Bethanien kann eine Schwester, die nie im Gefängnis war, für eine gehalten werden, die vielleicht schon einmal im Gefängnis war. Ich glaube, es ist Teil unserer Berufung, Teil unseres Charismas, eines Tages mit einer Schwester zu leben, die sehr, sehr schwierig ist, deren Verhalten auf eine komplizierte Vergangenheit schließen lässt. Aber wir nehmen uns an, wie wir sind, jetzt und heute. Wir decken unsere moralische Vergangenheit in der Gemeinschaft nicht auf. Wir leben in der Diskretion. Das ermöglicht uns, wieder zu leben, wir selbst zu sein, ohne das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Die Diskretion in Bethanien ist keine Verleugnung, es ist nichts Negatives. Es bedeutet, abwägen zu können, was man einander sagt. Es bedeutet, dem anderen in respektvoller Liebe zu begegnen. So wie er ist. Die Vergangenheit existiert nicht mehr. Nichtsdestotrotz hat jede von uns die Aufgabe, sie zu verarbeiten, und dabei wird uns geholfen. Ich persönlich habe eine enorme Befreiung gespürt, als ich der Kongregation beigetreten bin. Ich bin nicht länger abgestempelt, das ist vorbei. Wir tragen alle das gleiche Gewand. Wie glücklich war ich, als ich mich nicht mehr täglich fragen musste, was ich anziehen soll. So sind wir alle gleich. Das ist sehr befreiend. Bei unserem Gelübde sagen wir, wir verpflichten uns der brüderlichen Gemeinschaft der Barmherzigkeit. Das sind sehr starke Worte. Gemeinschaft, brüderlich, Barmherzigkeit. Wenn ich mit einer meiner Schwestern aneinander gerate, muss ich das wieder gut machen. Natürlich führt uns alles, was geschieht, zu Gott, wenn man so will.
Aber manchmal ist das nicht der Sinn der Sache, denn wir sehen die Wunder, die geschehen, wenn wir um Verzeihung bitten. Jeden Tag vor dem Abendgebet treffen wir uns und haben die Möglichkeit, dies offen vor allen zu tun, wenn wir einander verletzt haben. Das sind hervorragende Momente, denn danach weiß man, dass es geklärt ist. Man weiß, dass einem vergeben ist. Die Anbetung ist die Zeit, in der wir uns am besten wiederfinden, denn dort tanken wir auf und dort stellt Gott unsere Einheit wieder her. Jesus ist ein Freund, auf den man zählen kann, der uns nie täuscht, der nie Fehler macht und dem man total vertrauen kann. Und das habe ich gemacht. Ich vertraue ihm bedingungslos. Ich weiß, er ist versessen darauf, dass wir ihm bedingungslos unser Vertrauen schenken, ganz und gar. Aber wo liegt der Ursprung dieses Wunders der Dominikanerinnen von Bethanien? Diese Schwestern leben heute in brüderlicher Gemeinschaft der Barmherzigkeit, weil sich ihre Berufung auf ein Wort der Hoffnung stützt. Eine Geschichte, die für immer das Herz der Schwestern von Bethanien prägt. Es ist die Geschichte eines Steuerprüfers, der zum Apostel der Gefängnisse wurde. Der dank der Figur von Maria Magdalena erkannte, dass die größten Sünder das in sich haben, was die größten Heiligen ausmacht. Es ist die Geschichte des Paters Jean-Joseph Lataste, Prediger und französischer Dominikaner. Alles begann am 15. September 1864. Im Alter von 32 Jahren wird er von seinen Vorgesetzten in das Gefängnis von Cadillac geschickt, einem ehemaligen Schloss in der französischen Gironde-Region. Um 4 Tage lang für die 400 Frauen, die dort inhaftiert sind, Einkehrtage zu halten. Ich kann Ihnen den Eindruck nicht beschreiben, der mein Herz ergriff, als ich das erste Mal in diese Haftanstalt kam. Sie trugen Lumpen, die ihnen ein wirklich abstoßendes Erscheinungsbild gaben. Gegen meinen Willen stand ich unter dem Einfluss der gängigen Vorurteile. Das Volk hat nämlich nichts als Entsetzen für sie übrig. Pater Lataste ist in Cadillac aufgewachsen. Er ist also vor den Mauern dieses Gefängnisses aufgewachsen und hat alles gehört, was die Leute der Stadt über diese Frauen sagten. Bis in die 1950er Jahre hinein sprach man in Cadillac von diesen Frauen als die verlorenen Mädchen. Verurteilt zu Zwangsarbeit, gefangen in den dunklen, schmerzhaften Erinnerungen an ihre Verbrechen, verrichten diese Frauen in erzwungener Stille 12 bis 13 Stunden Arbeit pro Tag. Das Gefängnis war im 19. Jahrhundert eine Einrichtung, um die Gefangenen moralisch zu bessern. Im Wesentlichen mit 2 Mitteln: Arbeit und Religion. Man war nämlich der Ansicht, dass religiöse Übungen dazu dienen sollten, die Gefangenen moralisch zu bessern. Das ist eine unerträgliche Instrumentalisierung der religiösen Praxis des Glaubens. Das war also die Atmosphäre, in der Pater Lataste ankam. Um in keiner Weise die Zwangsarbeit zu behindern, welcher sie unterworfen sind,
spricht Pater Lataste morgens um 4.30 Uhr in der Gefängniskapelle im Namen Gottes. Des Gottes, der Bruder und Freund all dieser erniedrigten und aus der Gesellschaft verbannten Frauen ist. Meine lieben Schwestern, ich weiß nicht, ob Sie darauf geachtet haben. Wie habe ich Sie zu Beginn begrüßt? Meine lieben Schwestern. Und woher kommt es, dass Sie mir so lieb sind, Sie, die Sie von der Welt vergessen und verachtet sind? Weil wir Diener eines Gottes sind, der Sie liebt, trotz Ihrer Schandflecke. Und auch jetzt steht er da, unsichtbar an der Türe Ihres Herzens und sagt Ihnen ganz leise: Armes Kind, gib mir dein Herz. Dreiviertel dieser Frauen sind Kriminelle. Er erklärt ihnen, dass all die Entbehrungen, die ihnen aufgezwungen werden, ein Weg der Freundschaft mit Gott werden können. Er vergleicht sie mit Klosterfrauen, also lädt er sie zum kontemplativen Leben ein. Er sagt ihnen: Heute könnt ihr nicht hinausgehen, ihr seid zwischen Mauern eingeschlossen, in Stille, ihr arbeitet, ihr betet. Nun, in den Klöstern ist es ähnlich, außer dass die Ordensschwestern in den Klöstern es selbst gewählt haben. Ihr seid gezwungenermaßen hierher gekommen, aber ihr könnt ganz frei eurem Leben diesen Sinn geben. Es ist also sehr überraschend zu sehen, dass für diese Frauen, die in einem Konzentrationssystem gefangen waren, ja, es ist erschreckend. Das Gefängnis von Cardillac hat eine Sterblichkeitsrate von 15% pro Jahr zu jener Zeit, in der Pater Lataste predigt. In diesem Konzentrationssystem sagt Pater Lataste ihnen also: Ihr habt immer noch die Freiheit des Willens. Ihr habt die Wahl des Willens. Seid ihr hier, einzig um etwas durchzumachen? Oder wählt ihr dieses schreckliche Leben für Gott, mit Gott? Gott weiß alles. All eure Seelen sind nackt vor seinem Blick. Er dringt bis in die verstecktesten Winkeln eurer Seelen vor, bis in die intimsten Falten. Was waren denn die Gründe eurer Abstürze? Ich reduziere sie auf drei Hauptgründe: Hochmut oder Liebe zur Unabhängigkeit, die Genussliebe und die Liebe zum Geld. Bei Pater Lataste gibt es eine sehr starke Verbindung zwischen Erbarmen und Wahrheit. Und er wird sehr weit im Erbarmen gehen, ohne jemals Kompromisse auf Kosten der Wahrheit zu machen und ohne jemals so zu tun, als ob das Böse nicht existieren würde. In seinen Predigten setzt er nie Sünde mit Straftat gleich. Es wäre einfach zu sagen: Eure Hauptsünde ist eure Straftat. Aber das stimmt nicht unbedingt. Weil Pater Lataste vom heiligen Thomas gelernt hat, dass es eine moralische Tat braucht, damit eine Sünde vorliegt, das heißt eine bewusste und freie Tat. Als er die Beichten dieser Frauen hörte, wurde ihm wohl klar, dass ihre Geschichten oft überhaupt keine Freiheit enthielten, dass sie in schrecklichen Notsituationen gewesen waren, in denen sie die Herrschaft über ihr Handeln völlig verloren hatten. Wenn man es dabei belassen würde, könnte man sagen, dass das skandalös ist, diesen Verbrecherinnen zu sagen, dass sie für ihre Straftaten nicht verantwortlich seien. Pater Lataste ist kein Richter am Schwurgericht. Er hat nicht über die Verantwortung für Verbrechen zu urteilen. Er hat die Urteile, die sie erhalten hatten, nie in Frage gestellt. Doch aus Sicht des Gewissens und damit im Hinblick auf die Sünde sucht er, wann sie bewusste und freie Taten begangen haben. In seiner Predigt geht er sehr weit zurück.
und sagt, am Ende des Prozesses wart ihr vielleicht völlig gefangen in Situationen, in denen ihr jede Freiheit verloren hattet. Aber ihr habt in gewissen Momenten eine Entscheidung getroffen und euer Gewissen hat euch in jenem Moment gesagt, dass ihr einen Weg einschlagt, der schlecht ist. Und da liegt die Sünde. Für jeden Menschen, in welcher Lage er sich auch immer befindet, gibt es immer einen Ort der Freiheit. Und das ist zugleich der Ort der Sünde. Hat man das Gute gewählt, als man frei war zu wählen, oder hat man es zurückgewiesen? An einem gewissen Punkt wird er den Vergleich mit Maria Magdalena machen. Das, was sie der Sünde gab, stellt sie in den Dienst des Herrn. Und er wird ihnen sagen, macht auch ihr es so. Alles, was ihr habt, eure Jugend, euren Verstand, eure Vorstellungskraft, alles, was ihr in den Dienst der Sünde gestellt habt, gebt es nun dem Herrn. Und er wird sie vor die Wahl stellen. Er wird ihnen sagen, wählt. Und was geschieht, wenn ihr das tut? Ihr, die die Menschen verachten und geringschätzen, ihr werdet die von Gott Geliebten sein, die geliebten Seelen des Erlösers. Das, was Gott über alles liebt, ist geliebt zu werden. Und Pater Latast sagt, um sich uns zu geben, sieht Gott nicht auf das, was wir waren. Er ist berührt von dem, was wir sind. Er holt seine Hörerschaft da ab, wo sie ist, und sagt ihnen, was vergangen ist, ist vergangen. Heute, hier und jetzt, nehmt ihr die Gabe Gottes an? Dahinter steht letztlich die Unterscheidung zwischen der Sünde und dem Sünder. Das heißt, in der christlichen Theologie wird das Subjekt nie völlig mit seiner Tat identifiziert, egal wie schwer das Vergehen war. Indem man den Menschen, also in der Gegenwart, betrachtet, kann man ihm begegnen, ohne durch die Taten, die er begangen hat, beeinflusst zu werden. Pater Latast hört jeder einzelnen der Frauen unermüdlich zu. Im Laufe der Zeit sieht er das befreiende Werk der Vergebung Gottes in ihren Herzen, die zum Großteil bösartig getäuscht wurden, verraten und der Justiz der Menschen ausgeliefert. Er sagte ihnen, habt ihr eurerseits vergeben? Könnt ihr vergeben? Und sie antworteten, ich habe schon vor langer Zeit vergeben und ich bete jeden Tag für diese Person. Bei allem, was sie gelitten hatten, hatten sie vergeben. Deshalb war da nichts mehr von der Vergangenheit in ihnen, nichts Beschädigtes mehr. Es war wirklich eine neue Schöpfung, die Pater Lataste da sah. Und er sagte, sie sind ja näher bei Gott als manche kontemplative Schwestern, denen ich begegnet bin, als ich Einkehrtage durchführt. Das hat ihn überwältigt. Sie sind bereit. Es genügt ihnen, die Türen zu öffnen. Eines Abends betet er mitten unter ihnen wie ein Bruder. Vor dieser konkreten Gegenwart, die lauter Erbarmen ist, erhält er plötzlich die Eingebung für ein absolut neues Projekt. Diejenigen Gefangenen, die den Wunsch und die Berufung dazu haben, in das kontemplative dominikanische Ordensleben zu integrieren. Am Ende der Einkehrtage sagt er vor den Gefangenen und dem Personal des Gefängnisses, man glaubt sie schuldig, doch sie sind es nicht. Sie sind es gewesen, das ist wahr, aber sie haben lange aufgehört, es zu sein. Unter Tränen und in der Liebe Gottes haben sie eine zweite Unschuld erlangt.
Ja, meine Kinder, was auch immer eure Vergangenheit ist, betrachtet euch nicht mehr als Gefangene, sondern als Seelen, die von Gott geliebt werden. Auch ihr in der Nachfolge der Ordensseelen. Das war im 19. Jahrhundert sehr, sehr revolutionär. Das war undenkbar, schon unter dem sozialen Blickwinkel. Niemand konnte eine ehemalige Strafgefangene auch nur als einfache Hausangestellte aufnehmen. Und mit einer belasteten Vergangenheit konnte man nicht ins Kloster eintreten, das war unmöglich. Alle Türen waren verschlossen. Und was das kontemplative Leben anging, das war der Gipfel, der höchste Grad. Das kontemplative Leben war wirklich die Aristokratie der Kirche. Und da hat Pater Latast aus Strafgefangenen kontemplative Schwestern gemacht. Das ist außerordentlich. Er traf natürlich auf viele Widerstände, um das alles anerkennen zu lassen. Aber es gelang. Das ist das Wunder von Bethanien. Gott hat gehandelt. Und er hat immer gesagt, das ist nicht mein Werk, es ist der Herr, der es will. Das war seine große Demut. Er hat nie gesagt, ich will gründen. Nein, es ist das Werk des Herrn. Ich bin nur das Werkzeug des Herrn für dieses Werk. Ein Jahr nach der ersten Predigt in Cadillac wird Pater Latast auf Bitte der Gefangenen wieder für eine zweite Einkehr eingeladen. Und er stellt fest, dass sie das, was er ihnen vorgeschlagen hatte, getan haben. Das heißt, sie haben dieses Jahr praktisch als klösterliches Leben im Gefängnis gelebt. Und viele der Häftlinge teilen ihm ihren Wunsch mit, sich Gott nach dem Gefängnis ganz hinzugeben. Das hat ihn in seinem Vorhaben absolut bestätigt. Und von diesem Moment an wird er sich stärker für die Verwirklichung seines Projektes einsetzen. Von diesem Moment an geht alles sehr schnell. Um das Projekt des Hauses Bethanien vorzustellen, veröffentlicht er im März 1866 die Rehabilitierten und rüttelt damit die öffentliche Meinung und Politik auf. Wenn diese gefangenen Frauen in den Augen Gottes vollständig rehabilitiert sind, warum muss sie unsere Gesellschaft weiterhin ausschließen, wenn sie aus dem Gefängnis kommen? Die Gründung von Bethanien ist eine politische Handlung. Es ist erstaunlich zu sehen, dass er versucht, die Existenz dieses Hauses bekannt zu machen, obwohl es noch nicht existiert. Denn das ist die apostolische Dimension von Bethanien. Es genügt, dass man sagen kann, dass irgendwo auf der Welt, in der Kirche, im Orden der Dominikaner, Frauen, die das Gefängnis kennen, die die Prostitution kennen, kontemplative Schwestern sind. Das genügt. Trotz mancherlei Schwierigkeiten wird die Gründung mit der Ankunft von Mutter Henri Dominique, einer Ordensschwester aus Tours, ab Mai 1866 konkret. Sie wird die erste Priorin von Bethanien. Im Juli 1866 ist ein Haus gefunden, in Frasnes-le-Château, nahe Besançon. Der Kauf wird dank einer reichen Wohltäterin rasch abgeschlossen. Sie hatte sich unvorsichtigerweise im selben Zugabteil niedergelassen wie Pater Latast. Und so wird das Haus Bethanien am 14. August 1866 gegründet. Schrittweise kommen die ersten Schwestern und Rehabilitierten an. Im Laufe der Jahre werden viele andere folgen und sie werden sich in verschiedenen Ländern ausbreiten. Bis heute.
Diese Geschichte von Pater Lataste hat heute Häftlinge im Gefängnis von Norfolk in den Vereinigten Staaten zur Nachfolge Christi gebracht. Seit 1990 haben sich hinter diesen Mauern Männer einem Leben in Gemeinschaft und Gebet verschrieben. Einige von ihnen verbüßen lebenslange Haftstrafen. Sie haben eine dominikanische Laiengemeinschaft gegründet, die sich Unsere liebe Frau der Barmherzigkeit nennt. Am Sonntag, dem 3. Juni 2012, waren mehr als 5000 Menschen in Besançon in Frankreich versammelt für die Seligsprechung von Pater Jean-Joseph Lataste. Wir können auf die Predigt des Ordensmeisters des Dominikanischen Predigerordens, Pater Bruno Cadoret, hören und in diesem Monat für alle Schwestern von Bethanien beten und mit ihnen für alle Frauen und Männer im Gefängnis, die auf die Freiheit der Vergebung Gottes warten. Im Gefängnis von Cadillac richteten sich die Worte des jungen Predigers an die Häftlinge und lassen die Worte Gottes widerhallen, des Gottes, der sich an sein Volk wendet, um es aus der Entfremdung herauszuziehen und ihm die Freiheit zu geben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Freiheit der Vergebung, sie ist für uns heute. Wir alle sind aufgerufen, unser Haupt zu erheben, um als Kinder Gottes zu leben. Das Wort des Monats ist im Lukas-Evangelium entnommen, Kapitel 7, Vers 47. Jesus sagt von der Sünderin, die seine Füße geküsst und gesalbt hat: Ihre Sünden, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat viel geliebt.